Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft, immer noch aus unserem kleinen Waldhäuschen hier. Und ich würde mal vorschlagen, die Folge gucken wir, dass wir erstmal ein bisschen Leder bekommen. Ich würde erstmal pennen gehen. Irgendwie beginnen wir in letzter Zeit die Folgen ziemlich häufig mit pennen, habe ich das Gefühl. Aber kann man nichts machen, wenn es immer dunkel wird die ganze Zeit. So, wir schmeißen erstmal wieder Erde hier rein. Das kann nämlich auch weg, das auch. Ein bisschen Holz würde ich mal einfach mitnehmen und in den anderen Buden verteilen. Bisschen was in der Festung, ein bisschen was im Haupthaus. Das Holz können wir gerne hier lassen. Den einen Zaun auch. Sticks können wir auch mal hier einiges da lassen und sonst. Ah, Sand sollten wir auf jeden Fall hier lassen, der ist wichtig. Wir können jetzt mal noch Clay ein bisschen mitnehmen. Ich hatte ja noch vor, mir eine neue Diamantschaufel zu machen, eine am besten ohne Silk Touch. Mit den Bricks weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich anfangen soll. Mit dem Clay wollte ich ein bisschen da drüben handeln. Müssen wir aber nicht auch nicht jetzt machen, oder? Ach, wir nehmen es mal mit, dann haben wir es dabei. So, brauchen wir sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Das Papier kann ja nicht auch wieder weg, das brauchen wir hier auch nicht. So, Debuff haben wir keinen, das ist gut. Das sollten wir am besten immer checken, bevor wir zur Festung reisen vor allem. Ups. Sonst haben wir ganz schnell ein ganz großes Problem. Alles klar. Wir haben auch ein bisschen Besuch hier unten. Nee, du. So nicht. Hier ist kein Besuch gestattet. Mal schauen, wie viel halt hier jetzt mal los ist. Warte, wo müssen wir lang? Da müssen wir lang. Wenn hier auch öfters diese dicken Schweine dann spawnen, muss man halt ein bisschen aufpassen hier. Und entweder wir machen uns halt dann einen kompletten Gang, den wir einfach abschirmen. Oder, ja, I don't know, was haben wir denn hier noch drin? Ach, Nether Bricks, ne, die brauchen wir eigentlich auch nicht. Ja, das soll einen kompletten Gang halt machen, den wir abschirmen und dann halt Türen reinbauen. Finde ich, muss das aber nicht unbedingt sein, wenn mal ab und zu mal einer ein Schweinemenschen bei uns auf der Welt rumsteht. Und die können sowieso ja gefühlt überall spawnen, also ist auch egal, was für ein Bodenmaterial wir da hinlegen. So, da ist leer, okay. Ach, lange nicht hier gewesen. Wir könnten ja mal dieses Dach hier von diesem Haus angehen. Was haltet ihr denn davon? Das steht ja auch immer noch an. Genau, aktuell haben wir keine Schaufel hier. Wie viele Diamanten haben wir denn noch? 12. Ich mache einfach mal die Schaufel, lege sie unten rein, weil aktuell fehlen uns ja auch noch die Level ein bisschen. Dann versuchen wir es wie immer klassisch an mit dem Level 30er Enchant und dann gucken wir, was noch gemacht werden muss. Am besten kriegen wir halt ein Unbreaking 3 oder sowas drauf, das wäre optimal. Oh, wir haben ja schon einiges an Holz hier. Ja, lassen wir trotzdem noch ein bisschen mehr hier. Und das andere kommt dann zur Festung rüber. So, wie ist denn eigentlich allgemein der Stand? Okay, Koppel haben wir auch eine Menge, das ist gut. Weiß zwar nicht für was, aber ist bestimmt gut. Ja, ach hier war das ganze Nether-Zeug noch drin. Stimmt, das Lager haben wir hier gar nicht mehr weitergemacht. Hier wird es sich auch, glaube ich, anbieten, wenn man eine Reihe macht mit solchen ganzen Nether-Blöcken, wie halt, ich glaube, das muss, glaube ich, Blackstone sein, das ist der dunkle Basalt. Wir können mal Nether-Steine rein, Nether-Bricks und so weiter. So theoretisch könnte man das so machen. Boah, die ganze Seite ist ja auch noch komplett leer. Da haben wir noch viel vor. Genau, aber was ich mal gucken wollte, wie viel Leder haben wir denn hier in unserem Besitz? Wo ist Leder? Da ist Leder. 6, damit geht keine Lederrüstung. Dann schnappen wir uns einmal ein bisschen Weizen für die Kühe. Hier den Goldpopel können wir auch noch ablegen. Ein bisschen Rottenflash kann auch hier rein. Was haben wir hier drin? Ah, wir haben Kupfer geschmolzen, das kommt natürlich ein paar Level ab. Oder allgemein ein paar Level und XP. Dann nehmen wir das doch gleich mit auf unsere Reise auf Level 30. So, so. Haben wir die hinten auch benutzt? Ich glaube nicht, oder? Wir haben nur die vorderen genutzt. Ja. Dann schmeißen wir schnell den Kupfer hier wieder rein. Oder das Kupfer. Halt, das nicht. Warum fehlt da einer? Ah, wie viel wir auch mittlerweile davon haben, Mann. Da müssen wir echt mal Blöcke draus machen. Ist ja nicht mehr normal, wie viel Kupfer wir besitzen. Ja, die Schaufel kommt dann so lange hier rein, bis wir die enchanten.
Noch haben wir nicht die Möglichkeit dafür. Hier fehlt auch ein Buch. Oh, wir brauchen wieder das eine Testbuch. Dann nehme ich doch mal ganz kurz das Leder oben einfach schon mal mit. Ist ja Wurst. So. Dann machen wir das eine Testbuch, womit man gucken kann, ob da coole Enchants draufkommen. Was wäre denn das aktuelle Buch-Enchantment? Loyalty 3, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ach, lol. Ja, lol. Gut, da wäre ein Buch gelegen. Ich leg's mal hier, dann sehe ich es vielleicht auch besser beim nächsten Mal. Papier lassen wir auch hier. Und dann gehen wir ganz kurz mal die Kühe füttern. Und einmal nett um ihr Leder bitten. Ja, wir können allgemein hier auch irgendwann mal wieder weiterbauen. Dann müssen wir hier die Berge wieder ein bisschen ausdünnen. Dann können wir hier noch Pferde mit hinbringen. Ich weiß nicht, ob man Hasen so einfach halten kann. Müssen wir mal testen. Ja, die Hühnereier können wir gerne hier drin liegen lassen. Die brauchen wir aktuell nicht. Obwohl, wir nehmen sie mal mit. Dann können wir sie nämlich in unsere Kisten reinlegen. So. So. So, meine Lieben, ihr dürft einmal alle kräftig Weizen futtern. Habe ich euch schon soweit alle erwischt? Ich glaube ja. Dich noch nicht und dich auch noch nicht. Und sonst schaut das ziemlich fertig aus. Sehr gut. Jetzt will ich natürlich mit dem Schwert erwischen, weil dann kriegen wir wieder mehr Drops. Wir müssen aufpassen, dass wir die möglichst einzeln erwischen. Genau, jetzt mal eine kleine schon ein bisschen angekratzt. So viel haben wir. 19 Leder, das ist schon ganz gut. Ja, das werden noch einige. Ah. Oh Gott. Ich glaube, wir haben gerade eine kleine erwischt. Ups. Aber ich nutze ganz bewusst die Axt nicht, weil wir eben mit dem Schwert mehr Leder bekommen. Hier, du bist noch dran. Ja, 26 reicht. Wir werden sowieso immer mal wieder hier durchlaufen müssen und ein bisschen Kühe farmen. Wir werden ja noch ein paar Item-Frames brauchen da oben, dafür brauchen wir Leder. Dafür das ein oder andere Buch zum Enchanten werden wir Leder brauchen. Sind die nicht alle voll besetzt? Ja, der scheint nicht so voll besetzt zu sein. Der hier irgendwie auch nicht. Ich mal kurz ein paar Blumen, dann können wir ein paar Bienen vermehren. Blumen haben wir ja auch noch mehr als genug. Müssten hier sein, genau. Ein Stück dürfte noch weit genug kommen. Was, was ist das? Ach, Bauernmehl. Ja, kommt das lang mal damit rein. Ist ja auch Wurst. So, ah ja, komm da oben hin. Gott, eine Menge Beef haben wir wieder. Dann haben wir doch davon mal was in den Ofen rein. Zack. Kohle kann hier hin. Reicht das denn eigentlich an Leder überhaupt für eine ganze Lederrüstung? Knapp, ne, doch, ne, wird nicht ganz reichen, glaube ich. Doch, gerade so. Ich meine, die ist ja nur designmäßig, die muss nichts können. Die soll einfach nur auf diesen Rüstungsständer da hinten drauf kommen. Bienen, genau, ganz kurz zu den Bienen. So. Keiner da? Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich höre Summen, hallo. Keine Blumen so reinstecken, leider. Lass ein bisschen auf die Bienen warten, bis die sich mal wieder melden. Ja, und wo setzen wir Kürbisse und Melonen hin? Ich meine, hier ist nur ein ganz schön großer freier Fleck. Drüben ist ein sehr großer freier Fleck. Hier unten ist noch ein großer freier Fleck. Ja, ein paar Bienen. Jede Biene, die wir vermehren können, hilft. So. Ich hätte nämlich gerne sehr, sehr viele Bienen hier. So, eine weitere. Komm, noch eine erwachsene vielleicht. Und schon zwei kleine neue. Oh, da oben hängt noch eine rum.
Na, wo bist du? Da bist du. Hallo? Warte mal, hä? Da war doch gerade eine mehr. Naja. Na gut, dann lassen wir die mal kurz wieder Bienen sein. Klingt ja so aktuell gerade nichts. Ja, und was wir hiermit irgendwie noch machen, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das wird einfach so bleiben, dieses komische Lagerding hier. Ich habe einen Klopp gehört. So, du kannst. Und du kannst. Ah, perfekt. Nur zwei kleine neue Bienen, das ist schon mal gut. Ich überlege gerade, Melonen und Kürbisse könnte man eigentlich relativ schmal hier hin machen. Die brauchen ja nicht so viel Platz, weil davon brauchen wir auch nicht viele, ehrlich gesagt. Und realistisch gesehen brauchen wir gar keine davon. Die will ich einfach nur haben. Ja, ist die Frage. Was können wir in dem Haus hier noch weiterbauen? Stimmt, hier drüben vielleicht die Räume, die aber so komplett leer sind irgendwie. Und hier steht so ein bisschen Zeug drin. Der Raum hier ist so komplett leer. Ich würde den mal zum Arbeitsraum verwandeln. Reißen mal diese Sachen hier ab. Aha, okay, das ist also Holz. Verstanden. Wollt ihr das hören? Oh ne, doch nicht. Ich dachte, ich hätte Geräusche von meinem Hund gehört, aber war doch nichts. Also, wo könnte man hier was hinsetzen am dümmsten? Der Raum ist so nicht symmetrisch. Hier auf der Achse ist er symmetrisch, hier ist es nicht. Jetzt machen wir mal den in die Ecke und den in die Ecke. Kommt der hier hin? So, ich stöpsel mir kurz mein In-Ear wieder richtig ins Ohr. Den nehmen wir einfach auch mal mit. Stimmt, ich wollte mal gucken, was dieser Loudstone eigentlich kann und macht. So, dann kommt der Amboss hier noch hin. Zack. Aber zumindest mal so die Sachen so ein bisschen hier. Ja, vernünftig positioniert. Und dann könnte man hier draus ja ein Schlafzimmer machen. Bett dahin? Ich glaube schon, oder? Ja, würde ich das Bett dahin setzen. So eine Farbe nehmen wir für das Bett. Nicht wieder weiß. Weiß ist immer so Standard. Was haben wir denn an Blumenfarben? Okay, wir hätten schönes Blau. Wir hätten Türkisblau. Wir hätten Lila. So Lila-Rosa wird natürlich ein bisschen zu diesem Asia-Theme passen, wie ich es hier vorhab. Genau, das Pink. Oh, eine Kiste mit Farbstoffen wäre noch ganz cool. Könnte man auch noch machen hier irgendwohin. Stimmt, die müssen wir eigentlich alle noch loswerden und dann hier ein bisschen rein. Ach Gott, wir haben so viel noch vor, so viel zu tun. Digga, was für ein Blau gibst du? Du gibst Light... Ach, Light Gray. Nee. Ich dachte, Azur Blue irgendwas wäre blau. Das gibt ein Blue Dye. Wir könnten hellblau machen, aber dafür brauchen wir erstmal drei Blau. Wir müssen die kombinieren, glaube ich, mit Knochenmehl, oder? Und Knochenmehl ist weiß. Ach, genau, dann war es mal weiße Farbe. So geht das. Zack. Das gibt Light Blue Dye. Jawohl. 6 Stück sogar gleich. Sehr cool. Und dann müssen wir uns keine Schafe einfärben damit. Das wäre ein bisschen merkwürdig. Oh, ich habe eine Idee, was wir noch bauen könnten. So ein Spaßding. So eine Farm mit allen bunten möglichen Schafen. Die hatte ich sonst mal gerne mal unterirdisch gebaut. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwo ganz cool oberirdisch hin tatsächlich. Okay, wo packe ich die Farbe jetzt hin am besten? Ich lege die so lange mal nach unten, solange wir noch keine explizite Kiste dafür haben. Ein Bett einfärben, fertiges kann man nicht, gell? Wie gesagt, so, so. Doch, geht! Ach, da hätte ich ein bisschen mehr sparen können.
Ach, das wusste ich nicht. Seit wann geht das denn? Das ging, glaube ich, früher nicht. Also ganz früher mal. Vor 100 Jahren. Kommt, ne, die bunte Wolle können wir dann nach oben dann. Aber so ein schön türkises Bett, finde ich, hat doch was, oder? So. Oh ja, schaut gemütlich aus. Würde ich mich gleich auch in Real Life gerne reinschmeißen. Also, Wolle zu Wolle. Zack, einmal dahin. Ja, es ist jetzt mal so ein bisschen leer. Können wir noch darüber eigentlich setzen? Macht das Sinn, hier einen Cauldron hinzupflanzen? Eigentlich nicht so gerne. Das würde eher im Keller Sinn machen, wenn man da irgendwas anpflanzt. Stimmt, so ein Potion Brewing Raumbereich haben wir auch noch nicht. Wir haben unsere Bibliothek und sowas, aber das war es halt auch so an der Stelle. Und das ist die Frage, was hatte ich denn jetzt vor? Moment. Ich hab denn hier so ein Blöcken, was wir da dekomäßig wieder zum Bett rüberstellen könnten. Teppiche könnte man natürlich noch einige wieder machen. Ist jetzt aber nicht unbedingt. Mal ganz kurz hier durch, was man vielleicht so Nettes rübersetzen könnte. Hier so ein Karton, hier so ein, genau. So ein Papier braucht man dafür. Das haben wir oben. Einen Kartografie-Table. Wo habe ich das Papier hin? Ne, das Papier habe ich unten. Aber wir können, nein, können wir nicht. Jetzt haben wir so ein Loom-Table gebaut, aber den können wir auch gerade aktuell nicht machen. So, Karto. Zack. Ah, natürlich kein Holz, mein Gott. Ich Anfänger. Das ist auch Kartografie-Table. Ist auch ein Crafting-Table normal. Ich finde, die haben immer was, die Kartografie-Tische, weil die so ein bisschen so wie so ein Nachtkästchen ausschauen, so mit so einem Regal innen drin. Ja, ist ein bisschen leer, die Ecke hier, ne? Schaut ein bisschen traurig aus, das Ganze. Naja, vielleicht noch ein paar Bücherregale hier in die Ecke irgendwie hin. Das können wir machen. Hier so einen Halbkreis mit Bücherregalen. Vielleicht. Das ist halt ein recht großer Eingang in dieses Schlafzimmer. Den könnte man natürlich schmäler machen. Aber dann ist wieder alles nicht symmetrisch hier. Das passt dann auch wieder nicht. Ach, alles nicht so einfach. Alles irgendwie nicht so einfach. Ich will, glaube ich, erst kurz zur Festung rübergehe oder erst wieder zur Hütte und die Lederrüstung loswerde. Ne, wir gehen erst zur Hütte, weil wir haben da ja noch die Smooth-Ding-Stones, Slabs. Mit denen können wir dann Rüstungsständer bauen hier. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt, die mitzunehmen. Ups, irgendwie Portal verfehlt. Und ich frage mich, ob eigentlich die Chunks im Nether aktiv sind. Weil ab und zu durch die Portale kommen ja eben hier Schweinemenschen und so durch. Das müsste ja bedeuten, dass die Chunks im Nether auch aktiv sind, wenn man in der Nähe von denen auf der Erde ist, oberirdisch ist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das funktioniert. Oh, hier schaut es eigentlich ganz nett aus mittlerweile. Ich finde, es hat was. So, die kommt dann erstmal hier dran. Zack, zack, zack. Und zack. Ja, schaut auch ein bisschen netter aus irgendwie, oder? Hier für den Holzfäller mit seiner schönen, ja, Lederkleidung. Das passt schon. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin nicht der beste Innenraumdesigner hier in Minecraft. Da gibt es eben die Leute, die da echt, echt viel mehr drauf haben. Aber ich gebe mein Bestes. So gut ich es halt hinbekomme, ne? So, die Wolle hier, die können wir eigentlich auch wieder mitnehmen nach drüben. Das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen. Die Blume von mir aus auch. Die Seeds, ja, mein Gott.
Wenn hier wieder mehr reinkommen. Ansonsten, das können wir mal hier lassen so lange. Dann haben wir auch ein paar Sachen eben hier vorrätig. Ich würde mal sagen, wir beenden die Folge genau da, wo wir sie begonnen haben. Hier neben dem Bett. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.